Ich brauch dich heute Nacht. Die Zeit mit Flirten und Tanzen verbracht. Sie weiß, was hier abgeht, und ich hab es nicht gecheckt. Ich tanzte mit einem Vampir das Bett. Wer ist das denn? Das sind die drei Kinder, die gekriegt haben. Red mal bitte. Wir springen ein bisschen. Wer zum Bums ist das? Das sind die drei Kinder, die die hatten. Wann haben wir denn diese Kinder zuletzt verlassen? Das ist keine Ahnung. Zumindest sind sie schneller erwachsen geworden als Buffy. Aber bei der Familie wundert mich halt auch einfach nicht. Also sind gar alle nicht zusammen ausgezogen und eingezogen. Mach mal kurz Stopp. Ich möchte schon Stopp. Alles achso, gut. Sehr gut. So, was zur Hölle? So, wer ist diese missratene Kuh da rechts? Also das ist Kitty Katzewitz. Das hier ist Sandy Katzewitz. Und das ist Rex Katzewitz. Okay. Ja, so, und die und haben unsere Tiere sind alle krank. Aber die sind hier eingezogen, weil es gibt genügend Betten. Aber es sind nicht alle Tiere. Nee, die haben ja nur ein paar mitgenommen. Ich gebe denen gerade auch mal Sachen, damit sie ihre Tiere versorgen können. Nein, das sollen die alleine hinkriegen. Und zwar... Na gut, ignoriere mich. Ja. Hier so, da so eins, zwei und ich befürchte, bei der Menge brauchen die drei. Und dann... Ja, das ist nicht so gut geschnitten, ne? Ja... Schlafzimmer ist ja auch schön. Wieso ziehen die denn so eine kleine Mini-Kackbude? Seid ihr total dumm? Dann hier beim Eingang, da freut man sich, wenn man reinkommt. Cool. Ja. Was ist denn das für ein scheiß Wohngebäude? Na, das will ich jetzt sehen, wie ihr da glücklich werdet. Nee, will ich nicht. Krank. Konnte man nicht irgendwie bei Tierpflege Tier behandeln? Lass das bringt uns Geld. Nee. Also. Okay, wir müssen die Tiere jetzt erstmal füttern. Ja, ist okay. Füllen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ey, die Nachbarn, tut mir so leid. Alter, wir haben verloren drüben. Wir gehen mal wieder zu uns ja, zurück, ja, ja, bitte. Wir waren niemals hier. Weil manche Dinge bleiben besser ungesehen. Wie die sich um die Tiere kümmern, ist mir egal. Es ist nicht verantwortungsbewusst, mit so vielen Tieren die Großstadt in so eine kleine Wohnung zu ziehen. Vor allen Dingen nicht mit seinen beiden Schwestern oder seinen beiden Geschwistern, wer auch immer da hingezogen ist. Wer hat sich denn gedacht, weißt du was, ich ziehe jetzt aus. Und am besten nehme ich 6 Tiere mit. Und meine beiden Schwestern. Und meine beiden Geschwister. Das kann ja auch sein, dass Kitty gesagt hat, sie zieht aus und macht Dinge. Und nicht Rex. Rex scheint mir eher so nicht derjenige gewesen zu sein, der es angestoßen hat. War eher so der nachzieht. Die Drillinge sind halt schon heftig gewesen. Aber es sind auf jeden Fall Drillinge, nicht... Ja. Ich erinnere mich. Ja. Es sind aber zumindest keine eineigen Drillinge. Weil die sahen nicht gleich aus. Nee, war ja auch eine Katzenfamilie. Ja, ja. Da war ja auch Jürgen der Arsch nicht der Einzige. Ja, bitte was? Was? Da steht doch schon was. Kann ich meine Mama vielleicht mal reinbitten? Nein, schick die weg. Just go away. Oh mein Gott! Ich hätte ihr auch den Wohnungsschlüssel geben können. Na, echt? Das geht? Ja. Dann kommt die ständig vorbei. Meine Mutter hat keinen Wohnungsschlüssel. Meine schon. Sorry. Nom, 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 nom. Kannst das auch noch essen? Das ist noch nicht fertig. Das kannst du noch essen und dann kannst du hier weiter Sport machen. Ja! Ausdauerlauf! Das ist besonders für Sims, die länger trainieren möchten. Ja, genau. Das wollen wir. Und los geht's. Weil arbeitstechnisch geht alles klar bei ihr. Ja, das ist gerade alles voll in Ordnung. Also wir haben auch noch 2 Tage, bis es so richtig losgeht, weil wir haben dann erstmal nochmal Wochenende. Lol. Dann gehen wir mit dem Tod hier mal einen drauf machen, weil wir wohnen jetzt in der Großstadt. Heute Abend, oder was? Also wir haben ja hier das Kunstmuseum in die Ecke und hier unten gibt es ja wir sollten auch halt direkt ins Kunstmuseum Festivals gehen, Festivals und so. Voll das schöne Bild. Das ist echt cool. Wir können hier ein paar stinkende Leute kennenlernen, deren Würstchen voll mega ekelhaft verdorbene Würstchen. Oh, ich glaube, ich weiß, wer stirbt. Dann müssen wir gleich los. Oh, guck mal, da ist ja die Mami von den komischen Drillingen. Ui, ich bin zur Zivi-Zeit im Krankenhaus gewesen, auf der internistischen Station und hatte dann auch mit Menschen zu tun, die eher so in das Arbeitsgebiet von Tod fallen.
So gern ich euch auch die Geschichte, die Franz mir dort erzählt hat, präsentieren würde, ich möchte gerne meinen YouTube-Kanal behalten und nicht alle Zuschauer vollkommen verstören. Reicht schon, dass ich jetzt Albträume habe, Franz! Franz, what the fuck? Das ist ja grauenvoll. Trinkt nie. Alkohol ist scheiße. Sie ist dünner geworden. Guck mal. Oh mein Gott, sie hat... Sie hat Hüftumfang verloren. Sie hat... Das geht aber schnell bei dir. Guter Metabolismus. Vielleicht hätten wir auch schon genügend so Glücklichkeitspunkte gehabt, dass sie... Nein, dann wird sie komisch. Den Trank dann schneller Schlanktrank. Ja, hat sie wahrscheinlich. Insta-Schlank. Könnten wir auch machen. Und gucken, wie es richtig krass ist. Mm-mm. Nee? Wir sind jetzt schon auf dem Weg dazu. Ja, soll sie arbeiten. Unternehmerisch, unabhängig, Stahlblase, schamlos, kreative Visionärin, marktauglich. Jugendtrank. Herd- und Grillprofi, Nachteule, Mentorin, Frühaufsteherin, ich glaube alles nicht. Aber wachsam ist lustig, dann lernt man die Leute schneller kennen. Und Sportskanone heißt, beim Trainieren erfüllen Sportskanonen ihr Spaßbedürfnis und büßen nie an Hygiene ein. Das ist ja, das will ich auch geil. Haben, bitte. Das ist halt mega gut. Also sobald ich mich aufs Laufband stelle, schwitze ich. Oh, das Laufband nur angucken. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann tropfen meine Arme. Also, weil ich sitze ja auf, oder ich bin ja auf dem Sitzfahrrad, nicht auf dem Fahrradfahrrad, sondern Sitzfahrrad. Und dann hab dann die Arme eben so nach links und rechts runterhängen, weil dort auch der Puls gemessen wird. Ja. Und sobald ich das sauber mache, desinfiziere, wische ich auch den Boden. Hast du halt keine andere Wahl. Nee. Wir können auch bis an die Grenzen gehen. Voll gut. Ja. Jetzt geht sie erstmal fertig duschen. Also, die musst du erstmal den Kram trinken, oder? Dann oder hast du schon. Nee, das sind ja so gekaufte Dinge. Ach so. Die geht jetzt nochmal Pupu machen. Guck mal, ist schon dünner. Ja. Deutlich. Voll. Wow. Profi. Das ist echt nicht schlecht. Dann kannst du nochmal bis an die Grenzen gehen. Ich wünsche das immer so leicht, ey. Ja. Ja. Ist halt wirklich nicht so. Also er trollt in Foren, er liest Bücher und er isst den ganzen Tag. Also es ist immer noch der gleiche Mann. Manchmal vielleicht dann auch mal eine Frau, eine Oma. Lustig wäre es, wenn er dann Teenager wird. Das wäre super witzig. Glaub ja. Ich, jünger geht glaube ich nicht. Ich glaube, das ist gegen gewisse Regeln. Ne? Aber so als Oma finde ich den mal witzig, so für eine Woche so. Liebst du mich immer noch? Wer bist denn du? Ja, Mann, natürlich. Sie ist halt sowieso mega geblendet, was das dann angeht. Ja. Ne? Von daher. Oh, wir brauchen noch einen Hamster oder sowas. Yeah. Ja. Was wollen wir denn haben? Weil der darf sich ja auch nicht so alleine fühlen. Ja. Er braucht ja Freunde. Was gibt's denn? Gucken mal, was wir hier bei den Nagetieren haben. Ich gucke mal gerade bei. Na, geht hier. Mein erstes Haustier. So. Wir haben das Hamsterli. Mhm. Wir haben das Igelchen. Die Ratte und das Bubalu. Bubalu habe ich im anderen Let's Play schon. Also ich würde sagen, entweder eine Ratte oder ein Hamster. Ratte, ne? Weil ist auch Hamster so sind in der Nacht aktiv. Ja, das stimmt. Sterbe ich. Das ist wirklich. Nachtaktive Tiere würden mich umbringen. Das passt. Das geht. Das kann man so machen. Ui. Und jetzt Ratte kaufen. Oh, da ist sie. Da ist die Ratte. Umbenennen. Wie nennen wir die jetzt? Tatui. Wenn der Tod. Einer, also es gibt, also als Insider, nur mal als Insider. Es gibt bei Terry Pratchett ja den Tod. Der redet immer in Caps Lock. Das ist super witzig. Und es ist ein sehr witziger Charakter bei Terry Pratchett in der Welt. Und es gibt neben dem Tod nur einen einzigen anderen skelettierten, ebenfalls Toten. Das ist der Rattentod. Der quiekt in Caps Lock. Und der holt die Tiere. Deswegen ist das jetzt der Rattentod. Aber wir könnten ihn auch Kenny nennen. Weil Kenny bei South Park immer von Ratten gefressen wird, wenn er stirbt. Nein, das ist der Rattentod, weil das ist original Rattentod. Okay. Ne, der Tod baut sich hier gerade ein alternatives Leben auf und sein Bro hat er halt auch mitgenommen.
Und jetzt können wir mit ihm spielen und ein Leckerli füttern. Alter, es würde mich, ich fände es so witzig, wenn er von dem Nager gebissen wird, dieses Nagerfieber kriegt und dann halt selber kurz vom Abnippeln. Dann müssen wir ihm wieder einen Job bringen. Ja. Uiuiuiuiuiuiui. Oh, du Ratten mögen das nuffen. Überhaupt. Na? Ja. Ja, ja. Wie lacht? Nee. Vielleicht hätten wir erst das Leckerli füttern sollen. Die sich freuen. Das ist cool. Ich mal. Mit aber. Ich warte jetzt auf seine Rückmeldung. Ja. Ich merke auch nichts gerade. Wow, wieso bin ich da? Du. Ach, ich bin Vampir. Kuckuck. Mann. Die braucht gar keinen Schlüssel. Warum? Geh nach Hause. Bitten zu gehen. Wer hat die reingelassen? Ich nicht. Und wieso habe ich mir... Wo bin ich jetzt hin? Was soll denn das jetzt? Hey, ich dachte, ich guck mal bei euch vorbei, weil ihr habt mich ja gar nicht zu der Einweihungsparty eingeladen. Oh nein, ich muss wegfliegen. Na gut, tschüss. Okay, das hat ein bisschen gebuggt, aber alles klar. Mach mal weiter dann aus. Das wird das Glitch, Alter. Okay, der ist transparent. Aber kacken muss er. Voll gut. Ich weiß nicht, wo ich das nehme, aber ich hab's. Ja, ne? Das ist insane. Er guckt so glücklich beim Scheißen. So, guck dir dieses Gesicht an. Endlich mal abdrücken. Ja, der kennt das gar nicht. Ja, ne? Und, er wusste auch nicht, dass man die Hose runterzieht. Man sagt ja, dass... Es tut mir leid, dass ich das Ganze jetzt wieder unterbrechen muss, weil das führt wieder zu einem Gespräch, weswegen ich das Video nicht senden könnte, weil Franz Dinge erzählt, die einfach mega irr sind. Schreibt Franz auf Twitter, dass er eklig ist. Ich meine, warum? Warum lebe ich mit so jemandem zusammen? Ich freue mich so, ich muss dran denken, dass ich das rausschneide. Ja was, das waren nützliche Informationen. So, Minute 38, Franz labert wieder dämliche Scheiße. So, okay, Waffi ist auf jeden Fall... Oh, diese Aussicht, das beim Joggen, ey, voll geil. Ja, hast du immer ein bisschen Angst, wenn du zu schnell rennst, dass du weg bist. Ja. Hui, Pock. So, jetzt ist aber auch gut. Aber das ist echt cool. Ich muss sagen, die Großstadt hier gefällt mir sehr schön. Ja, die haben also, das sehr gut gemacht. Die Reklametafeln sind halt großartig. Äste essen. Tagebuch verstecken, sehr gut. Und dann wecken wir ihn auf. Was, warum? Weil es dann gleich Zeit ist zu schlafen. What? Naja, der macht ja nur ein Nickerchen. Er soll sich richtig hinlegen. Weißt du, soll sich richtig hinlegen und so? Können wir den jetzt eigentlich anbaggern? Hüpfrige Frage stellen. Genau, setz dich mal dazu. Anmachspruch raus. Setz dich mal, dann stell dich mal dazu. Kompliment über Aussehen machen. Das war wohl nicht so. Okay, gut, dann war nicht so glücklich, dass wir ihn geweckt. Dann sind wir einfach mal, reden über das Kochen. Und der ist anscheinend auch ein bisschen... Hey, ich wollte dich eigentlich nur wecken, damit du nachher schlafen gehen kannst, aber vorher wollte ich dich anmachen. Hey, wake up! Listen! Pillen und Alkohol. Also ich mag mehr so Gemüse. Ich hab gedacht, wir können mal Gemüseburger zusammen machen. Und Sonnenschein, wenn du morgen Sonnenschein, gehen wir raus, weil du bist ja stark pigmentiert, oder? Geht doch voll klar bei dir. Was denn? Minute 41. Wieso denn? Ein schönes Lächeln hast du. Und du bist so kross und krabbelig. Lokita. Lama. Bimba. Okay, er ist irgendwie cool drauf und weiß es selber nicht so wirklich.
So bin ich immer unterwegs, ne? Bett. Hier erstmal nochmal pennen, meine beiden Knuddelpupsis. Gibt's dem Hamster, gibt's den, der Ratte geht's gut. Dir geht's okay. Ja, alles in Ordnung. Alles gut. Ja, den sollte mal fressen hier. Wir können aber die Ratte beobachten, was sie so macht die ganze Nacht. Auf jeden Fall auch sehr aktiv. Das war schnell und auf einmal ist sie weg. Ja, die ist echt weg. Die ist weg, weg, ne? Wo ist denn die Ratte? Ratte! Da oben. Ach, da. Ah, jetzt dreht sie sich dann einfach. Alles klar. Hui. Hui. 3 Stunden lang. Wie das Kind auf dem Spielplatz. Ja. Hä? Wo ist sie? Die ist nämlich aus dem... Nee, da ist ja alles cool. Die ist 100 pro aus dem Ding raus. Bricht bestimmt ab und an mal aus. Geht's dir gut? Ja, es geht dir gut. Alles in Ordnung. Das ist ein riesengroßes Terrarium für das Vieh. Ja, geht so. Ist ein bisschen wenig weich. Das haben die eigentlich ganz gerne. Aber das ist so typisch Amerikaner. Alles mit Plastik machen. Hm. Nicht so drüber nachdenken, ne? Ah, es wird gefressen. No, wird gefressen. Hm. Nom, 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 nom. Satt, zufrieden, Aktivität ist gut. Ja. Hm. Aber wenigstens immer was zu gucken, wenn wir vorspulen. Ratten. Das ist so süß, wie er mit seinen Hauspuscheln da steht. kannst du nicht irgendwie auch, keine Ahnung, Frühstück zubereiten? Anscheinend nicht. Der Tod backt jetzt Gruselkekse. Der überrascht uns dann morgens mit Gruselkeksen. Mmh, geil. Die guten Gruselkekse. So süß, wenn ihr so... Ist das Sand oder? Ja, das ist Sand. Das mögen ja die meisten Nager sehr gerne. Machen die sich dort sauber? Ja, die machen sich sauber. Die ganzen Milben gehen aus dem Fell raus. Das wird nochmal ordentlich durchgepudert. Naja, der Staub. Was? Nee, ich meine, warum es jetzt wieder dunkel ist. Achso, naja, der hat die Lampe ausgemacht, weil Buffy schläft ja noch. Er ist jetzt gerade im Bad. Hat er jetzt Kekse gemacht oder nicht? Ja, nee. Nee, der hat da rechts steht noch die Rührschüssel. Mann. Gruselkekse fortsetzen, mein Freund. Nicht in den Himmel gucken, mach die Gruselkekse und danach kannst du aufräumen. Na, die Überraschung hat nicht ganz geklappt. Na, sie hat noch nicht ganz mitgekriegt. Nee, was machst du da? Ich hol mir jetzt erstmal Tortillas. Ihhh, das stinkt. Wir haben kein Spülbecken. Ja gut, das kann mal passieren. War taktisch jetzt nicht so gut. Aber die Küche, die hat ja auch nur 16.000 Simoleons gekostet. Da braucht keine Spüle. Das hat ein bisschen gedauert, bis das war. Das passt mit, das passt jetzt da so hin und dann packen wir das da hin und das da hin und dann passt das schon. Ja, ist das super so, ja. Na, die Nadi juckt. Ja, meine auch. Das ist vom Wärme und Schweiß und so. Ach so, ich dachte von Koks. Gruselkekse, die sehen ja voll süß aus. 8 übrig? Ja, man kann noch 8 nehmen. Das sind auch mehr als 8. Nein, das ist 8 Portionen, Dinge, was auch immer, was weiß ich. Was sind das jetzt? Wenn du hier abwäschst, kannst du dann auch aufräumen? Was kann man nicht? Immer mehr und immer mehr. Kann man nicht wenigstens sich das Bild angucken, bevor man es programmiert? Wuhui! Alter, Hallöchen, Frau Lara Croft. Oh, der Blick sagt auch alles. Ja, krass, ja. Ich guck dir direkt auf die Sonnenbrille. Ja, Mann, die Spiegelung deiner Augen seiner Augen. Ja, wenn er innen reinguckt, hat er ihre gesehen. Ah, wir gehen da jetzt auch noch den ekligen Ekeldrink da von Mama aufräumen. Alles klar. Weiß nicht, was die da wieder... Ich glaub, du bist Alkoholiker oder so. Das ist Plasma. Ach so. We're tuny. Ich dachte Wein. Er denkt an Geld. So, also unsere doch, also jetzt passen halt die Kurven auch sehr gut, sehr schlanker. Also sehr gut aussehender, schlanker Buffy. Also sieht im Allen sehr gut aus, muss man ja sagen. Gefällt mir. Aber macht sich doch jetzt ganz gut. Mal schauen, was wir so mit dem Toad jetzt, vielleicht so ein romantisches Date heute am Sonntag oder so, ne? Ja. Ne, finde ich ganz schön. Also kann man uns mal dazu ballern, hier so ein bisschen Komplimente machen. Ihn so, guck mal, jetzt steht dir das auch richtig gut. Ne?
Ja, ist ein bisschen liederlich, aber ja. Also, dass sie da geschminkt ist, ist halt over the top irgendwie. Ja, das ist aber der Style, der ja aktuell auch Trend ist. Das ist so ein bisschen edgy. So, untenrum, dirty, obenrum. Flirten, bisschen nee. Kompliment über Aussehen machen. Bin ich nicht so der Fan von. Nochmal eine Anmachspruckform raushauen. Glückfreak Frage stellen. Ich werde mir heute die Haare abrasieren, denke ich. Ist viel zu warm. Einfach hier oben weg, aber nur hier oben. Weißt du, dass ich hier... Bei diesem mir wichtig. Also quasi hier so weg. Wenn du ein paar Jahre wartest, brauchst du das automatisch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Die Sims 4. Wie nennen wir das dann? Das ist ja jetzt nicht mehr Not a Vampire, sondern Buffy und der Tod. Keine Ahnung. Eure Vorschläge für den Titel in die Kommentare, weil dann können wir auch das neue Intro machen. Tod Raider? Tod Raider. Macht's gut. Tschu-tschu. Ciao. Tod Raider dann. Tod Raider, ja genau. Tod Raider. Und dann brauchen wir ein Western-Intro. With the